So, Freunde, damit herzlich willkommen zu zurück zu Splatoon 2 Online Splatfest. Und ja, das ist jetzt der letzte Part, den ich jetzt zu diesem Splatfest aufnehmen werde, weil, ja, ist auch nur noch 19 Minuten. Also ja, nicht mehr so lange, also dann können wir eventuell noch hier ein paar Kämpfe machen und dann, ja, ist es auch schon zu Ende. Aber ja, wie gesagt, die letzten Kämpfe wollen wir hoffentlich eigentlich noch ein bisschen hier noch etwas reißen, hoffentlich. Müssen wir mal kalibrieren, so genau. Ich hoffe zumindest, dass wir hier noch was reißen können. Aber ist eigentlich ja gut. Yes. Ja, jetzt eine scheiß MG. Ja, es ist natürlich nicht, ja, nicht klar, dass wir hier jetzt was reißen werden. Kann ja auch sein, dass wir hier absolut ablosen mal wieder. Was nichts Neues wäre. So, das ist down. Mehr? Ja, jetzt ist auch down. Zwei Kills. Zwei gleichzeitig haben. Okay, da. So, weg. Der ist auch weg. Oh, Alter. Wir doch gleich alle ausgelöscht haben. So. Haben wir es denn mal. So, jetzt hat es hier einfach. Und ich gammel der jetzt nicht wieder hier in der nächsten Ecke. Auch hätte ich gar keinen Bock. Ne, da unten ist er. So. Oh Gott, das hängt da oben einer. Wir sind sogar in Gefahr. Mist, aber was geht denn hier ab? Ich habe ganz keine Tinte mehr. Wir sind die ganze Zeit in unserer Base. Wir kommen nicht weg. Ich kill die jetzt ja die ganze Zeit, aber ja. Das bringt auch nichts, aber kommen wir auch nicht weiter. Diesmal habe ich viel gekillt. Gekillt habe ich diesmal verdammt viel. Ja, verkackt haben wir es auf jeden Fall. Ist ja nicht so geil. 11 Kills, ja. Haben wir auch schon einmal gehabt, aber ja. Trotzdem nice. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich kann nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Naja. Ein paar Mal können wir es ja erst nochmal versuchen. So, nochmal auf der Map. Störwerft. So, diesmal etwas mehr Einsatz, bitte. Wenn ich bitten darf. Ich gehe auch gleich in die Mitte, aber erst soll ich hier noch ein bisschen entfernen. Am besten ist es wirklich auf dieser Map wirklich sich, oder zumindest in den meisten Fällen, ist es wirklich sogar immer besser, sich sofort der Mitte zu nähern, um da die Gegner sofort abzufangen und aufzuhalten, weiterzukommen. Aber ja, da ich, wie gesagt, halt so einer bin, wie gesagt, halt der lieber hier den anderen den Vortritt ist und einfährt. Ja. Mache ich das eigentlich nicht so, hätte.
Aber das ist auch nicht so schlimm, denn meine Freunde haben schon gerissen, denn die sind jetzt schon in Gefahr. Nice. Also das sieht gut aus. Es steht eine Chance, dass wir diesmal gewinnen können. Weil wir sie immer schon hier jetzt aufhalten hier. So wie es der Gegner beim anderen Mal bei uns gemacht hat. Dann können wir jetzt ziemlich krass gewinnen. Oh Gott. Wir sind jetzt zu zweit. So, schön. So, das kann aber auch... Oh, da ist noch einer. Okay, hast du schon gekillt. Gut. So. Schön in Gefahr halten. Die bin ich nicht. Ha, gekillt. Down. So, dann schaue ich mich mal hier um. So. Trotzdem nicht, auch wenn du mich siehst. Down. Weiß noch nicht, aber okay. Wie sieht das aus? Wo ist er jetzt? So. Oh, da ist er. Oh, geil gemacht. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Na, geht doch. So, 9 Kills, oh, der eine hatte 16, als ob. Als ob der eine einfach mal 16 hatte. Ist doch nicht euer Ernst. Oder ist es nicht sein Ernst? Naja, komm. Let's go. Nächster Kampf. So, wieder auf der Map Wandelzone. Nice. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, wirklich. Nice. Finde ich gut. Ich mag die Map. Also geht sie dann, so wie ich das verstehe, ist sie jetzt also ab immer verfügbar. Also jetzt kann man sie auch dann, aber jetzt kann man sie dann auch in normalen Kämpfen antreffen, so wie ich es verstehe. Jetzt in Splatoon, in diesem Splatfest ist sie jetzt zum ersten Mal vorgekommen und ja, aber jetzt müsste sie eigentlich auch in normalen Standardkämpfen jetzt auch vorkommen. So wie ich das verstehe. Deine Ausrechnung jetzt mit Max Roller angerollt, ey. Ich glaube, ich spinne. Boah, ich kann nur so wenig sagen hierzu. Kannst so wenig kommentieren. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich, glaube ich, mal einen Kampf unkommentiert nochmal machen. Ja, ich kann echt nichts zu sagen gerade. Aber diesen Kampf werde ich noch ein bisschen sozusagen. Ja. Also ist ja, was soll ich jetzt noch sagen? Warte, komm jetzt, wo ist jetzt hier einer? Hallo? Da, zwei, perfekt. Treffen ist zwar weiterhin unwahrscheinlich, aber ja. So kann man es ja mal. Was ist er denn? Da drüben wahrscheinlich. Der andere ist abgehauen, schade.
Hätte ein schöner Double Kill raus werden können, aber nö. Wenn der Ole Klecks oder da abhaut, rein ohne Schiff. Oh, oh. Ja, apropos Klecksroller, da kam gerade einer. Hab's auch einen gekillt, aber da kam auch schon wieder einer. Bis jetzt sieht es gut aus, das kann man wesentlich positiv sehen, weil wir sind immer noch in Gefahr. Komm, das kriegen wir nicht hin, die Ausdauer kommt noch. Klecksroller, du bist weg. Anderer Klecksroller, du bist auch weg, genau, gut gemacht. Schnell rüber, wir auch nochmal wieder weiterhin einfärben. Oh Gott, schnell so ein Klecksroller. Ha, okay. Super. Bisher glaube ich, manchmal bin ich bisher überhaupt schon einmal gestorben. Ja doch, doch, einmal. Einmal bin ich gestorben. Boah, dieser eine Dev, come on. Sonst habe ich mich mega gut angestellt. Habe mega viel gekillt, mega viel eingefärbt. Und gewonnen haben wir auch noch. Also war mir wieder eine mega gute Runde. Ach, naja. Wesentlich stehen die Devs nicht da. Also, ja, man kann es nicht sehen. So, 7 Kills. Ich bin erster, nice. Bei 2064 Punkten. Bin inzwischen auch seit dem letzten Mal glorreicher Mario-Fan geworden. Dauert aber lange, da wieder rauszukommen. Ja, also das wäre ich jetzt, dass wir da rauszukommen, also besser zu werden, werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr schaffen. In der kurzen Zeit.
das gerade eben war mal der schlechteste, unkommentierteste Part ever. Digga. Da sind wir mal mega abgelost, aber. Ja. Obwohl ich ja nicht dachte, dass ich, wenn ich nicht rede, so hier besser bin, aber. Nee, das komplette Gegenteil war der Fall. Ich habe nicht geredet und ich war sogar noch schlechter als davor. Digga. War mega kacke. Aber komm, vielleicht kriegen wir jetzt hier im letzten Kampf, ich weiß jetzt nämlich gerade, das ist nämlich 58 oder ja sogar 59 schon, also nach diesem Kampf wird es dann, Splatfest dann zu Ende sein. Also gerade ist es 15.59 Uhr. Um 16 Uhr endet es ja jetzt. Also dieser Kampf wird jetzt wahrscheinlich noch genommen, aber ja. Boah, alle vier. Aber einer ist schon voll tot. Nice. Oh shit. So, weg mit dir. Nervensäge. Schön Gefahr behalten. Ach, sie sind gar nicht mehr in Gefahr. Komm jetzt. So. Nase ist ja mal wieder in Gefahr. Hallo? Was ist denn hier? Drei. Okay. Oh Gott. Okay, nice. Auch noch ausgelöscht. Ach komm, langsam. Jetzt ist sie gefahren, okay. Ich kann doch sagen, kann doch nicht wahr sein. Das ist einfach nicht auf die Reihe kriegen, die in Gefahr zu bringen. Jetzt haben wir es. Mist! Ich hätte nicht so zielstrebig da reinspringen sollen. Jetzt wissen wir es, dass es nicht klappt. Oh Gott, und die haben schon wieder mega viel eingefärbt, das müssen wir ändern. Das gewinnen sie doch noch. Oder? Nee. Sag jetzt nicht, dass wir es verloren haben. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich verstehe es nicht. Nö. Das ist eine Katastrophe gewesen. Ja, die Karte lügt nicht. Kacke. Ja, dann war es mit dem ersten Splatfest von der Vollversion. Ja. Und das Netflix ist vorbei. Das war wieder toll und trinkt dann Hauptsache Spaß dabei. Ja, wer hätte es gewonnen? Mietz richtet gerade die Zahlen, wir werden es bald wissen. Na, die interessieren eh nicht. Also ja. Bis zum nächsten Mal bei Splatoon 2. Ciao. Wahrscheinlich nach dem Urlaub.